meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren One Piece Reaction. Verspätet, wie man das halt kennt, aber wir arbeiten dran. Wir sind hier für Folge 1051 mit dabei. OP zum T. Ja. Was geht, Leute? Was geht? Ich freue mich. Ich habe mich gefragt, was du machst, und dann haust du so einen raus. Kann man nicht predikten. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen verspätet, aber ich habe nur ein, zwei Szenen gesehen. OPC, glaube ich, eine. Deswegen, das wird sehr, sehr spicy. Und ihr wisst, Manga-Leser, wir bauen hier eine Road 2 auf. Ihr wisst zu was. Deswegen hoffen wir, dass die Reactions weiterhin kommen. Vielen Dank für den Support bei der letzten. Und ja, rein geht's. Ich bin so bereit. Also, es ist wahrscheinlich nicht die überkrasseste Hype-ultra-animierte Folge, ne, oder? Es sollen ja ein, zwei Cuts drin sein, die ganz ordentlich aussehen. Und ich finde, One Piece Anime ist so eine Sache, ich weiß nicht, manchmal bekommt der viel Hate ab, aber I know, es sind 1000 Folgen, du weißt genau, wie so ein Ding funktioniert, also da ist es für mich eigentlich kommen, dass, keine Ahnung, manche Folgen halt gezogen werden. Ist scheiße, ist kein Demon Slayer, ja, aber, ey, ich glaube, als One Piece Fan kann man immer was mitnehmen. Ich will nur erinnern an, Digga, ganz, ganz schlimme Zeiten mit, Enies Lobby, Ruffy und die Crew springen runter. Bei der Gegenüberstellung mit der CP9 und jeder hat sein Flashback nochmal gehabt. Digga, jeder kriegt seine eigene Folge so. Ja, das war hart. Das war wirklich Verarsche. One Piece hat ja letzte Zeit immer nur diese drei Filler-Folgen oder diese Filmaufbaufolgen und sowas. Obwohl ich finde, man hätte eigentlich voll Potenzial mit Fillern. Gut, du bist jetzt so deep in der Story drin. Ich glaube, so ein Filler wie G8, ne, so einen richtigen Story-Arc würde nicht funktionieren, aber keine Ahnung, irgendeine Side-Story von irgendeinem Charakter, den Oda ganz sicher nicht haben möchte. Wäre cool eigentlich. Ja, oder guck mal, es gibt ja noch wirklich unanimierte Cover-Stories, weißt du? Ja, das wäre auch man ja richtig animieren, geil. So das von Warpol, das die von Story. Vielleicht, Digga. das wäre actually voll geil. Aber ich glaube, das machen die nicht, weil die noch nicht wissen, was Oda vorhat. Ja, ist so. Ich habe übrigens gehört, am Sonntag bei meinem Stream, morgens gleich Scopper Gabanne. Was hat es damit auf sich gehabt, OPT? Warte mal, was haben die gesagt, dass ich Scopper Gabanne erwähnt habe? Die haben gesagt zu mir, dass du in deinem Stream gesagt hast, morgens könnte Scopper Gabanne sein. Digga, ja, ohne Scheiß, Digga. Das ist wirklich einmal kurz zur Ansprache gekommen, weil halt es ist ja ein Mensch mit der Albatros-Teufelsfrucht. Das ist bekannt so, aber welcher Mensch steckt dahinter so? Und die Leute natürlich direkt Scopper Gabanne. Scoppy. Ist das, wenn Urush auftritt oder Scopper Gabanne auftritt für dich, es wird so crazy, ne? Ey, das ist absolut so crazy. Dann tätowiere ich mir ihn. Copy, Bro. Ja, die zwei Drachen haben wir ja gesehen. Die die PlayStation 2 Dragons. Oh, das finde ich geil. Den Turm haben wir auch mit einer Reaction bisschen zu sehr durchgesetzt, glaube ich. Das PS2 CGI-Ding. Ja, wirklich. PS2 Cutscene, Digga. Oh, die neue Stimme, stimmt. Sehen nicht so. Geil, stimmt, habe ich voll vergessen wieder. Oh Gott. Budokai. Digga, ist das gerade Budokai oder was ist das? Ja, deswegen waren wir letzte Woche nicht da. Ich wette, wenn du so zusammencutten würdest, Ruffy und Kaido, also alles, Digga, du hast so einen 3-Stunden-Kampf auf YouTube oder ja, so. Ja. Ey, das will ich eigentlich haben. Die beste Quali. Oh, die Wiederkehr der Legende. Ist das nicht das beste Outfit, was Ruffy je hat? Ja, safe. Bro, 100%, Alter. Ja. Nachdem, was er da auf Whole Cake Island gerockt hat. Nö! Ha, geil! Oh, Mann! Digga. Oh! Ey! Was? Ey, geil! Der Natashi Shida-Zoom einfach kurz. Nein! Was? Was ist das für ein random geil, Aufbau? Wie geil! Absolut nice. Oh, ja! My G-Man, my King! Boah, das sieht so schön aus. Junge. Digga, das ist Wallpaper-Material hier. Din. Oh, Digga, das ist ja so geil. Ey, das ist ja auch das Mal, wo er dann jetzt auch... Alter. Oh nein. Nein. Das ist nicht unser Chopper. Nicht unser Fettchop, man. Das ist nicht unser Fettchop. Das ist eine heulende Maskottchen, Digga. Frankie, Alter, am Nuken. Frankie, noch ohne Kumas Frucht, Digga. Hör auf! Oha. Auf einmal flüstert sie dir ins Ohr. Boah, guck mal, seine Arme, Digga. Einfach Metallarme. Löwe! Ey, die tun halt echt so, als wäre Kaido so der einfach nur ein Doflamingo so. Ich glaube so doll an Ruffy, Digga, es ist einfach Kaido. Boah, Jimbo! Boah! Okay, ja. Oha! Boah, ja!
Sanch, Digga, also hier im Jump mir. Oh no. Oh, geil. Zoro-Action bisschen beste. Gleich, meinst du, gleich geht's also ins Gym für die Motivation? Nee, nee. Kein Fall. Oha. Ja, 1000 Folgen in, Alter. Jetzt geht's los. Jetzt, ja, ja. Rücken an Rücken, jetzt geht's richtig ab hier. Boah, Junge, King ist so mächtig, Alter. Der King sieht aus wie der Endboss, wirklich. Oh, oh. Boah, ja, ey, geil. Das, ist das die Flügel des Piratenkönigs? Ja, das, ja, das die Wings, da sind sie, stimmt. Oh, da ist wieder die Aura. Ja, Digga, boah. Geil. Aber die Musik ein bisschen weird, finde ich gerade. Er weint wieder. Immer wenn man ihn sieht, Digga, heulen. Oh nein, der Alkoholiker, er steht wieder auf. Oha. Geil. Okay. Nice Update zu Dings hier, PS3. Oh, der Mantel. Der Mantel, den sieht man selten irgendwie. Ja, ja, das, die spawnt eigentlich immer gefühlt. Junge, was ist hier wieder los? Okay, er changed seine Form. Ja, Mann, so... Oh, oh, Digga, geil. Oh, keine Ey. Miene! Digga, das ist jetzt richtig krass. Dass dieses Areal überhaupt noch steht, ey. Ja, wie groß ist überhaupt dieser Kopf? Oh, was ein Giga-Chat, Alter. Boah, er freut sich, ey, das ist so geil. Oh. Oh, ja! Oh, was ist das denn, ey? Alter, oh, wieso ist er denn so absolut neue einfach? Neue Gear 2 oder was ist das, Digga? Junge, was haben die hier wieder gebastelt? Oh, ey. Oha, wie viel... Ja. Was ist das für Eier? Oh, was geil, ey. Oh, der goldene Ruffy, das ist ja geil, Mann. Er ist wieder zurück. Und jetzt Full Metal Alchemist. Boah. Oh, doch nicht. Boah. Oh! Oh, wow. Ist das der Himmelsspalter? Ist das jetzt der Himmelsspalter? Ja, aber wie geil gemacht, Alter. Alter, ohne Soundtrack so einfach. Das war ja cool. Ich dachte, die gehen in die Werbung, ich war mir sicher. Boah. Es ist wirklich bald wie Roger. Ja. Mit so einer Kugel in der Mitte. Oh, der Dragon Ball Shenlong Soundeffekt kurz. Ah, ne, kam ja mehr, stimmt. Das war eher Alter. Das. Alter. Wow! Nice. Das ist übertrieben, Digga, was für... Der Himmel spaltet sich nur, der Himmel ist weg. Oh nein. Oh, Jack. Jack, die Enttäuschung. Oha. Alter, Digga, in a Rush, Alter, mit dem Ultra Instinct. Junge, wie die flexen. Ey, diese Blicke von Ruffy in diesem Arc sind so big, Mann. Er ist so sauer, ja. Ja. Weicheidrachen. Weicheidrachen, Alter. Ich kann nicht mehr. Oh. Boah, wirklich. Boah, wo bin ich? Ein wild gewordener Kaido einfach. Wo bin ich gerade? Oh, da ist die Morgendämmerung. Ich weiß es schon. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, wollt ihr hier einen Clean Cut ohne Haki machen, Alter, oder was? Hä, er stellt sich das vor so? Guck mal, wie cool. Boah, ey, geil gemacht, ey. Wie kreativ die geworden sind, woher? Ey, wirklich, ey. Vor ein paar Jahren hättest du sowas niemals gesehen in One Piece. Voll crazy. Oh, geil, ey. Das ist schon voll nice. Das wirkt wie ein Special, das Ganze hier heute. Ja, ich bin gerade hier in einem Ghibli-Film oder so. Ja. Oh, da sind die Dragon Ball-Wolken, let's go! Ein paar Jindus. Er greift sie wirklich. Sieht auch krank aus, eigentlich. Gegen Jack muss man auf jeden Fall alles auspacken, was es gibt. Der ist auch einfach verschwunden am Ende. Oha, Garfield. Es ist wirklich Garfield. Er ist so lächerlich. Oha, jetzt geht's aber los hier, oder was? Oh, nein! Ey, was? Kriegen jetzt so eine Animation spendiert, oder was? Boah. Ah, Natoshi! Natoshi ist hier! Er ist hier! Ey, was?
Immer wenn er so macht. Diese übertriebenen Animationen, ey. Oh mein Gott. Junge, wo ist er gerade hingeschickt worden? Junge, wohin mit ihm? Alter, ganz kurz. Ey, das ist ja überkrass wieder. Ey, sogar Jack kriegt ihn spendiert. Oh, wo bin ich? Ey, was? Inu Arashi, Digga, ich kann's nicht glauben. Immer, ne? Manchmal kriegen so einfach random Kämpfe so krasse Animationen spendiert. Ich weiß auch nicht, woher das gerade kam, aber war absolut geil. Wen juckt das nicht? Ey, gib den gleich. Oha. Boah, Kaido ist so geil. Neo Onigashima. Neo, ja, das war ja auch schlimm, das war vergessen. Er lacht ihn einfach und zieht in die Fresse, Alter. Oh, shit! Ah, ist er, er verwandelt sich wieder. Oh, nein! Ja, und Kaido. Oh, nein, diese Assis, Alter. Ich dachte, wir kriegen noch was, ey. Mann, ey, das ist so geil. Ey, ich dachte, wir kriegen noch ein bisschen Fight, Alter, im Super Saiyan. Oh, Junge. Nächstes Mal geht's aber ab. Okay, meine Damen und Herren, das war 1051. Wir versuchen es nächste Woche back zu sein. Wird ein bisschen schwierig, aber wir versuchen für den Moment dann aufzubauen. Lasst auf jeden Fall ein Abo bei mir da und beim OPT. OPT hat ja auch bald was zu announcen. Ne? Ich tritt ein bisschen in den Arsch, aber das werden wir alles sehen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst noch nach oben da, Abo auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.